Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Jo Wolzen Gameplay Let's Play. So, wir sind hier am. Okay, müssen wir einfach nochmal reden hier oben. Gut, wird nicht angezeigt. So. Jo. Not without pain. What's the situation? The earthquakes are intensifying, and with them, I have reports of dead sightings and ghastly apparitions coming from everywhere. Champion, tell me you learned how to stop this madness. Have you ever heard of the worshippers of the Searing Song? If memory serves, the Republic rose from the remains of the Kingdom of Alea after the Civil War. Back then, the keepers of the faith and king's guards were followers of the Searing Song, nowadays better known as the Brotherhood of Dawn. Them again? Careful with your history lessons. Books are full of lies. And so is your head. What do they have to do with this anyway? They supposedly can help us stop the phenomenon. Did your trackers locate the group of brothers that were with my friend? A deal is a deal. She's still alive. Once I have your full report, I will share her location. Oh, nice. Okay, die Magierrobbe ist eigentlich ja gut genug, hoffentlich. Sonst haben wir nur schwer, wo wir ein bisschen Widerstand hat, Abklingzeit für Reduzierung. Okay, hier. Ja, dann nehmen wir natürlich einfach die. Und, ja, haben wir gesagt, teilen wir das ein bisschen auf. So. Also, die Willenskraft-Regeneration ist leider weg. Ich hoffe, das macht nicht so einen Unterschied. Und, jo, jetzt ist die Frage, wohin gehen wir? Wir brauchen eigentlich Willenskraft-Kostenreduzierung vor allem. Also da sicher mal hin. Und sonst hat man eigentlich irgendwo nirgends Willenskraft, ja, Willenskraft-Regeneration. Also kritische Trefferchance ist ja etwas, was wir eigentlich nehmen können oder wollen. Ein bisschen Cybergeschwindigkeit und Bewegung nehmen. Ja. Nein, wir werden jetzt zuerst mal hier die Willenskraft reduzieren, auch wenn es vielleicht wenig ist. Okay. Das können wir eigentlich auch noch nehmen. Gut. So. Jo. Jetzt sind wir in einem Akt, wo es scheinbar da so ein bisschen getrennt ist. Also man kommt, glaube ich, nicht mehr in die alten Gebiete. Habe ich in Erinnerung. War ein bisschen blöde, weil ich manchmal auch noch so Händler oder so suchen wollte im großen Rahmen. Weil ich suchte immer noch einen Zauberstab mit, glaube ich, 3 Geschossen. So Kettenblitz oder so. Time is a rare commodity, I'm afraid. Choice even more so. We'll help you prepare an It is here. My city! Nein, der Mensch dort hinten. Die umfallen so richtig spektakulär. So, Kapitel 2, Morgenbringer. Gut. So. Ja, direkt ein ja, Meteor, ne? It must be where the purifiers caught up with the Brotherhood fugitives. Valeria should have been with them. Gut. Was haben wir denn hier für Gegner? Auch nochmals diese Fuzzis. Ein paar Schwinen. Cool. Schön.
Aber leider alle ein bisschen zu schwach noch. Also ja, wir wurden einfach zu stark jetzt auch. Müssen noch ein bisschen balancieren. Aber sonst ist das Spiel irgendwie völlig motivierend und cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf spätere Gebiete. Und ja, spätere Monster. Jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben. Der Bosskampf war ja so lustig im letzten Part. Ich habe eigentlich nur gespielt, aber trotzdem hat er irgendwie doch auch recht mehr Schaden abziehen können. Musste doch manchmal ein bisschen schauen. So, was war das? Farbton, pastellfarbenes Violett, okay. So, was haben wir hier eigentlich übersehen? Ah, einfach ein paar Truppen. Okay. Dachte schon, ich habe irgendwas gesehen, aber nicht. Was? So. Ja, danke schön, dass ihr so Interesse zeigt. Das motiviert mich ja natürlich, mehr Parts zu zeigen. Es ist aber manchmal einfach sehr schwierig, weil ich natürlich sehr hart am Trainieren bin, Fußball und so. Und dann einfach nicht so viel Zeit habe, um immer aufzunehmen. Aber, jo, ich habe es gemerkt, schon längere Zeit, schon seit Sommer oder so. Ich muss endlich wieder mehr Parts bringen und was es euch zu viel ist, müsst ihr es auch sagen, gell? Jo, ich bin einfach morgens meistens, ja, relativ fit und möchte dann am besten aufnehmen, bevor ich dann wieder am Nachmittag recht müde werde und am Abend sowieso zu müde bin, um meistens dann aufzunehmen. Jo, geht es mir eigentlich am besten, wenn ich da, jo, einfach die Zeit auch für, jo, Wolzen habe, genau. So, sehr schöne Gegend. Der Regen gefällt mir auch sehr. Ich freue mich riesig, dass es auch bessere Grafik hat, das Spiel und so. Also klar sind Hack and Slay ist jetzt nicht so im Vordergrund, gute Grafik zu haben. Die gefallen mir aber trotzdem alle immer so gut. Und hat auch riesen Fortschritte gemacht, aber Wolzen ist da noch eine Nummer größer. Klar, manche Sachen sind nicht so gut detailliert oder grafisch schön, aber es reicht für mich völlig aus. So. Wir haben heute gerade einen neuen Wegebewohner bekommen. Ich wohne ja in einer Wege wegen meiner Nervenkrankheit. Und der macht jetzt noch ein bisschen Lärm. Ich bin ein bisschen abgelenkt manchmal, habe ich das Gefühl. Ich bemühe mich aber, klar, bei der Sache zu bleiben. Ich möchte ja nicht sterben oder irgendwas Blödes sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, mir ging es besser seit Dezember, wo es mir noch ein bisschen schlechter ging. Und August, wo es mir so schlecht ging. Jo, kann ich jetzt momentan nämlich viel besser wieder konzentrieren und was. Hatte einfach Mühe mit den Nerven und dadurch diese, ja, Multitasking-Fähigkeit, die mich immer so ein bisschen abgelenkt hat, aber das ist scheinbar jetzt wieder ein bisschen weniger geworden. Vielleicht einfach, weil ich mich auch schone und doch auch sehr viele Sachen mache, damit mein Gehirn nicht gerade so überlastet ist. Oder echt, bitter ist einfach, oder? Viel mehr denken kann. Aber scheinbar tut es halt schon schlecht, wenn man manchmal einfach so viel macht, wie man sonst macht, obwohl man müde ist und so. Man sollte manchmal einfach ein bisschen weniger machen, habe ich das Gefühl. Und da muss ich mich halt noch ein bisschen einpendeln, weil eigentlich ist ja geplant, dass ich mehr Livestreams mache, aber ja, die Server warten noch ein bisschen. Und ja, ich möchte natürlich noch Zeit haben für die Let's Plays. Ja, das ist irgendwie nichts, was ich gerade gebrauchen kann. Also nichts mehr. So, ja, setzen wir mal Anomalie wieder ein. Ja, gerade gegen die Ratten. Sehr gut. Aber wir brauchen weder Effektschaden noch irgendwelche anderen Sachen mit Schaden oder so. Wir wollen nur die Gegner zusammenziehen, damit wir sie lesen können und meteorisieren können. Gibt's das? Eins auf die Arme. Zwischen Nasenbein und Augen. Oder ja. Nein, dazwischen. Oberhalb vom Nasenbein.
So, oh, was ist denn das für ein Vieh? Jetzt habe ich gar nicht so viel gesehen. Ich habe wieder, ja, viel zu viel Schaden gemacht. So. Jetzt machen wir doch wieder noch einen Punkt, genau. 5 von 5. Und was ist das? Ein Großschild, okay. Sieht für mich eher aus wie ein Handschützer. Hm. Ja, das ist nämlich ziemlich schlecht. Ja, das ist nicht gut. So, dann haben wir hier noch. Statuseffekt brauchen wir nicht. Ich möchte eigentlich mehr Wut und so haben, genau. Hier rüber gehen. Kraftschild könnten wir auch sehr gebrauchen, aber ich möchte eigentlich einfach mal diese Wut mitnehmen und den kürzeren Weg nehmen als den längeren. So. Und ja, das obere nehme ich jetzt noch nicht. Das, was ja neben dem großen Punkt war. Das nehme ich jetzt noch nicht zu 160%. Ja, ist schon gut, aber ich brauche den Schaden nicht dort drüber, oder? Das wäre schon gut, aber ja, setzt wahrscheinlich nicht so viel ein. Ja, und deshalb mache ich das mal noch nicht. Da ist eine Truhe, okay. Und da ist noch irgendwas. Es geht immer so schnell weg und man kann das gar nicht lesen. Farbe, staubiges Pink. Dankeschön, liebes Spiel. Oh ja, ich will ein bisschen pink werden. Ja. Wenn das schon so interessant ist, machen wir doch das mal kurz. Ich will es nur anschauen. Also, ich möchte das da haben. Ui, sieht aber gut aus. Boah, das ist mir aber ein bisschen zu hell. Sieht gut aus. Ah, ich hab's gar nicht genommen. Sorry. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich doch wieder ein bisschen feminin. Gerade mit diesem Charakter. Heute ist schwul. Sorry, ist ein bisschen unfair gegen die Schwulen gewesen. Also, ja, ich wollte es gar nicht so schwul sagen. Aber es ist natürlich schon easy, wenn die Leute feminin sind. Geht doch voll klar in Ordnung. Es tönt halt immer ein bisschen hart, wenn man ein bisschen lustig sein möchte. Und es nicht kann. Das ist einfach ein bisschen so abgelenkt, oder? Naja. Kann mal passieren. So, das ist etwas, was ich brauchen könnte, aber wo? Bisschen mehr. Ja, okay. Ich gebe ein bisschen Defensive ab. Wo ist jetzt mein... What the fuck ist das verpackt? Das war's, oder? Ja. Oh, ich habe die Handschuhe noch. Gut. Ich wollte sie nicht wegmachen. Ja, dann nehmen wir mal Effekt schauen. Ja. Und der Laser. Was ist das? Geschoss werden durch den Effektbereich von Anomalie zerstört. Alter, die Abglänze. Das tut den Schutz erhöhen, dass die Geschosse von den Gegnern. Okay. Zerstört werden. Was ist Wirbel? Ist das eine Fähigkeit, Wirbel? Was ist Wirbel? Ich nix wissen, was von Wirbel. Also Wirbel gibt es in Pass of X. Nein, in Last Epoch gibt's. Ich bin in Pass of X eine Aura, aber ich habe nicht so die deutschen Namen im Kopf. Naja, egal. Aber hier weiß ich nicht, was Wirbel ist. Sieht nichts nach Wirbel aus, oder? Das Mündungsfeld. Nein. Hat keinen Sinn. So. Schöne Gegend. Ganz viel Holz. Ist das ein Dock? Wie heißt die Gegend? Ja, zeigt mir doch mal, wie die Gegend heißt. Galaetatan. Okay. Oder ist das die ganze Map? Hm.
Also Meteor ist wirklich sehr gut scheinbar. Also der AOE stimmt, die Häufigkeit stimmt. Ja, ziemlich okay. Mit dem Laser. Werde ich die Polkappen schmelzen und den Weltuntergang. Irgendwie so etwas. Wo ist denn Powers? Er kennt den Film und kann mir das sagen, wie er es gesagt hat. Eigentlich könnte ich den Film sogar schauen. Ich habe ja wieder Netflix Ultra. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir das geholt habe, weil ich einfach gerade kurz gelangweilt war. Nur wegen einer kurzen Langeweile. Habe ich einfach mal einen Monat bezahlt, aber gut. Ja. Muss schon ein bisschen sparen, weißt du. Ja, wenn man halt die Freiheit hat, dann gibt man einfach zu viel Geld aus. Ist nicht so gut. Aber ja, ich bin ein bisschen gelangweilt von Netflix. Mittlerweile wieder. Wie viel habe ich jetzt? Das ist wahrscheinlich nicht mal eine Woche. Ein bisschen manchmal geschaut. Eine Serie habe ich geschaut mit 8 Folgen. Echo. Und sonst, ja, noch ein bisschen Kampfsportfilme. Und jetzt wahrscheinlich Austin Powers, wenn es es gibt überhaupt. Ich glaube schon. Und sonst weiß ich ja nicht, was ich noch anschauen soll. Weil ich einfach auch zu wenig Zeit habe. Ich muss ja immer wieder trainieren, sonst noch. Ja. Genau. So, diese Giftfässer sind wirklich nicht so stark. Also ich denke, mit diesem einen Magier werden besser. Patch, den ich ja dann später herausgefunden habe, dass es überhaupt gab, ist es wirklich ein bisschen unbalanciert worden. Weil die Fässer auch natürlich mehr Schaden machen und die Gegner mit Magie auch mehr Schaden machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ist ein bisschen zu... Ja. Der Ding kommt wieder da. Janaris, genau. Was ist das für eine Fähigkeit? Aber ich muss den besiegen. Sah so aus, als würde er keinen Schaden bekommen. Als würde er nur reden wollen. Gut. Komm nicht durch. My, you're one hard girl to find. You know that? I don't know about that. Melis found me. Yeah, I saw her body on the way here. You're the one that took her armor. You're scavenging bodies now. If the Republic wants to paint me as a traitor, I may as well play the part. Plus, I fancy myself a Justicar now that I took the wench's armor. What's the deal with these guys? They've got no problem with your origin. As far as I know, Daybreakers and Purifiers aren't best buddies. We all have bigger things on our hands. We didn't really have time to bicker about it. Their EOS is pretty reasonable. Their EOS? You know, an EOS, like, an Inquisitor of theirs. Eos Ganez leads that group nearby in what they call the Vault of Hope. Fine. And how did you end up behind that wall of shadows? Brotherhood of Dawn scouts spotted a warband of these wildlings headed towards their position. As the Daybreakers helped me get out of the Republic's grasp, I had to fight with them against these invading shadow worshippers. Let me guess. This shadow wall is what came out of it. This means trouble. It might be the first step of something bigger. This spell traps us on this position. Any idea why the wildlings would attack? To be honest, I'm not even sure it was the wildlings' initiative. The cultist you just killed was leading their ritual, and he was definitely not part of their tribe. Another power is at work. I've seen men like this before. This one belonged to the cult of the sleeper. Necromant. Oh no. What is it? Okay, die werden angegriffen im Camp. Und sie bleibt hier. Ah, sie redet nochmal. A pincer attack. Seems like it. This shadow wall blocks the only valid escape route from their camp. Whatever's attacking is going for the throat. You guys are trapped. I must find a way to break this wall. That would be most appreciated.
I'll help them man the defenses. You find a way through. Val, don't you bloody die. I'm serious. Surrounded by Daybreakers and their hold might be the safest place in this Vale right now. I'll manage. I know. Just don't be you, okay? Play it safe for once. I'll do my best. Okay, gut. Ich hoffe, dass sie überlebt. Aber sie muss sich auch ein bisschen ändern. Also hier unten wäre eine grüne. So ein Nebengebiet. What about you? There's nothing you can do to save me now. Hurry and find Zima. Save her. It's not like I have any other leads. All right. Okay, also wir gehen einfach weiter. Die Nebengebiete mache ich dann einfach später im Game, wenn wir jetzt nicht so die Story machen müssen, oder? Und ja, wir können einen nächsten Charakter noch machen. Einem anderen. Also einen habe ich schon gemacht, der ist ein bisschen so auf Ninja, auf Schnelligkeit und auf Crit. Das muss ich einfach mal testen, wie Crit so geht. Also ob sie jetzt die Gegner wie Resistenz haben oder bekommen oder nicht. Und ja, einen anderen Charakter könnte vielleicht mit Bogen sein oder Nahkampf. Ja, die Zauberstäbe, die mag ich einfach gar nicht. Also ich muss einfach schauen, dass ich auch ja, nicht so viel zaubere. Kann ich hier auch, hier ist die Spur, Durchbrechensleiste, ja, machen wir das mal. Lol, wie die Käfer weggeflogen sind. Also Rector hat es sogar besser als Last Epoch. Oder Titan Quest. Da war immer lustig im Titan Quest. Jetzt wieder diese giftigen Salamander. Okay, und Schlangen, Cobra. Okay. So, wunderbar. Hier haben wir noch einen Käfer. Was haben wir denn hier? Ein Stab, okay. Das hilft mir mal sehr weiter. Ist aber weniger stark. Also Lebensdiebstahl könnte ich schon gebrauchen. Aber ich habe ja nicht so viele Probleme. Wenskraft pro Zephyr. Das sind nur 2 Sterne, nicht 3. Sieht so aus, als würde ich jetzt das nicht unbedingt brauchen. Es hat mehr Transfergeschwindigkeit drauf. Ja, es ist nicht so ein guter Start. Schade. Aber so Life Leech wäre natürlich cool gewesen. Und der Schaden ist halt geringer. Also ja. Ja, wir müssen mehr Schaden noch mal. Ja, eigentlich müssen wir nicht mehr Schaden machen, weniger. Beziehungsweise die Gegner müssen zäher sein. Aber es ist so schwer zu erzählen, zu sagen. Jo, wir müssen auf andere Sachen schauen. Und der Zauberstab hat einfach diese Werte, die ich wirklich nicht mehr brauche. Die sind cool. Also so OP-Rammer oder so hätte ich mal gerne in einem anderen Spiel. In einem anderen Spiel. Was sind das für Reagenzien? Die werden einfach die Edelsteine konsumieren oder wegwerfen. Okay, ja. Muss ich ein bisschen herausfinden, was es genau ist. Also es ist eigentlich zum einfach, ja, die Edelsteine wieder so erneuern und das Item irgendwie so ein bisschen verstärken, aber genau wie, ja. Wir können sie ja mal testen, wenn wir irgendwas haben, dass wir sockeln. Aber jetzt momentan, ja, habe ich eigentlich nichts zum Edelsteine richtig. Nur den Stab und den Ring. Ah ja, noch den Gürtel.
Aber ich denke, ja, ich brauche es jetzt wirklich nicht zu sockeln. Die Werte sind, ja, auch ein bisschen zu schwach, habe ich das Gefühl. Vielleicht doch Wehenskraft irgendwas reinsockeln. Mit Wehenskraftregeneration oder ja, Anpassung. So, das ist der Golem. Schaden, nee. Nee, Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist das andere aber auch weg. Irgendwas war ja noch ein zweites am Leuchten, oder? Hm. War nicht so gut zu sehen. Hab sehr müde Augen. Schön aufräumen. As the spirits whispered, we have to talk, Avenger. Avenger? Why are you calling me that? Because that's what you will do. Avenge. And who am I supposed to avenge? Aration. My sister. You will kill the one named Mercy. Spirits have carried the news of her death, as well as justice taking the shape of a champion. My Avenger. Your Zima. Look, if I do that, will you help me undo the spell that he's cast? That is the purpose of our meeting. You put me back on my path, I put you back on yours. I don't usually consort with witches, but I don't have time right now. You're on. Kommen wir raus. Ja, nicht schon wieder reden. At last. Mercy's arena is north of here. He will pay for his treachery. Es wird viel zu viel geredet in diesem Spiel. So, da werde ich angegriffen. Ich möchte gerne. Luxung, kritische Treffen, nein, Windkraftregeneration hin. Okay, blau und grüner Stein muss ich mir merken. Nein, blau und roter Stein, okay. Gut. Lebensdiebstahl wäre auch nicht schlecht. Genau hier. Dann haben wir hier voll, wenn es voll ist, also ja, da könnte ich schon ein paar Sachen gebrauchen. Und wo waren wir vorher? Sie waren hier. Ja, das mit dem Kraftschild war hier, genau. Aber ich brauche vor allem die da drinnen. Und hier. Ja. Okay. Bisschen kompliziert. Könnten alles nehmen oder nichts. Aber schon ein bisschen mehr auf dieses Kraftschild. So. Ja. Langsam ist der Part zu Ende, aber es ist gerade kein Wegpunkt hier. Muss ich nochmals ein Part machen. Ist da nicht ein Wegpunkt gewesen? Ja, dann muss ich einfach wieder hier hinlaufen. Hätte ich auch machen. Aber ich habe jetzt gerade nicht so Zeit. Ich muss noch zum Arzt gehen. Ja. Maybe it was already corrupted by greed and thirst for power before they arrived. It matters not. Our tribe made an unholy pact with this cult. Mercy is a gullible idiot who couldn't see that it would cost us everything to bargain with the Sleeper's minions. You stood against his decision. We reacted too late. His mind was already filled with promises and lies. Trying to talk him out of it was a mistake. We should have killed him when we had the chance. But death is a trade of patience. With you, he will meet his doom, Avenger. Why did the Cult of the Sleeper take interest in your tribe? What do they want? Psychics.
We raid towns in search for these humans, gifted with a superior mind. Ideal hosts to be possessed by otherworldly entities. We provide these innocents to the cult of the Sleeper, who use them as anchors for their evil overlords. Of course. Hosts are one of the most valuable resources for cults. What were you supposed to get in exchange? They would help us purge the Daybreaker's presence in the region, allowing us to expand our territory. I see. It's a win-win for them. They want the Brotherhood dead anyway. Danke. Schönen guten Tag. Danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.